vergehen. Erster Auftritt von Nikolaus Müller-Metzin, 19-jähriger Guard. Zwischendurch merkt man schon das Talent. Das Basketballspiel zweier Teams auf Augenhöhe, und da steht Wolf im Vorhinein schon fest, ein Kantersieg eines der beiden Teams wäre doch einigermaßen überraschend. Es ist also Eric Gilcrease zusammen mit Sebastian Schall soll er das Spiel lenken, der Grazer. Guter Einsatz mit der Nummer 2, manchmal auch mit der Nummer 3 als Point Guard vorlieb nehmen, aber jetzt vertraut ihm Zoran Kostic. 5. Hohes Tempo bei den Steirern. Stadelmann. Hohes Tempo auch bei den Angriffen. Ihn war da aber beim UBSC allein auf weiter Flur, was das Korn betrifft. Mit 22 Punkten sehr stark. Der Griff der Niederösterreicher. 6:17. Der Rückstand trotzdem besorgniserregend hoch. Schon in der Anfangsphase. 10:9. Lajevic. Ein Kind der Timberwolves aus Wien, waschechter Österreicher, als die Hälfte erzielt. Der ist den Vorschusslorbeeren bisher absolut gerecht geworden, im Gegensatz zum Elfer der Niederösterreicher, im Gegensatz zu Bortolin. Ja, noch ein wenig, aber mit einigem Pech. Nach wie vor hohes Tempo im Spiel und Punkte. Die Grazer haben fast schon wieder doppelt so viele Punkte wie der Gegner. Bortolin gut abgelegt auf Markt. Die Stimmung im Lions Dome ja ein wenig getrübt. Sie haben es vielleicht mitbekommen. Es gab eine Trauerminute. Mitglied und vor allem der Gründer des Lions Fanclubs. Er ist 66-jährig nach langer Krankheit gestorben. Stadelmann. Knorr. Christoph Knorr scheitert knapp. Sie schießt gemacht. Ist es schon länger im Salzkammergut zu Hause in Ohlsdorf bei Gmunden. War aber lange Zeit Basketballerin. Überhaupt die Löwen zuletzt auch im Cup mit nur 10 von 22 von der Freiwurflinie. Das allein natürlich nicht der Grund des Ausscheidens. Relativ komfortabel zu gestalten. Momentan beträgt sie 7 Punkte. Sehr gut gespielt von Maximilian Graf. Auch weitergeleitet und dann stattlichen Körpergröße geht dieser Eric Gilcrease sehr gerne in die Zone hinein, um dort Fouls zu ziehen. Das ist ihm schon einige Male in diesem Spiel gelungen. Bortolin hat auch starkes Zuspiel von Sebastian Schall auf Milan Stignaj. Wieder Schal wie aufgedreht. Knorr war das BC Zepter Vienna in dieser Saison vielleicht nicht ganz so erfolgreich zu sein, steckt wohl in dieser Ansammlung an Stars. Fragen Sie einmal die Fürstenfeld Panthers. Die hatten auch jede Menge prominente Spieler in ihren Reihen vor ein paar Jahren. Und die Erfolge waren zwar da, aber sie haben sich in Grenzen gehalten. Wieder der Captain der Lions. Und jetzt Jurica Blažević trotz seiner 4 Fouls wieder auf dem